Herzlich willkommen im Podcast von Frauen für Frauen und für alle, die Frauen lieben. Hallo. 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 Wir sprechen heute über verschiedene Themen, und zwar über Fetische, über vielleicht Themen oder Ansichten, wo ihr verurteilt werdet. Wir haben verschiedene Fragenrunden gestartet und da konntet ihr anonym oder uns einfach eure Frage zusenden. Und ja, wir picken heute ein paar raus und gucken, für was ihr vielleicht auch verurteilt werdet in der Gesellschaft, was vielleicht einfach aneckt. Und ja, da starten wir heute gleich mal rein. Gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß bei unserem Podcast. Super. Also, lassen wir los. Sehr schön. Wollen wir einfach drei nach und mal die ersten öffnen und dann schauen wir mal, was wir da nehmen. Fang du an. Also hat natürlich auch so Quatsch drin, sollte ich hier zu dir ehrlich sein, das ist natürlich keine Frage, die wir jetzt aufgreifen, die lasse ich einfach aus, aber sonst schauen wir uns wirklich alles an. Next one ist... In welchen Promi bist du verliebt? Was ist bei euch die erste Frage? Dann können wir eine wählen. Also bei mir ist die erste Frage sehr spannend. Würde gerne mal Bi-Erfahrungen machen als Mann. Ja. Okay, und meine erste Frage wäre, würdet ihr bleiben, wenn man euch betrügt? Oh. Ich glaube, das ist das Spannendste, oder? Finde ich auch. Was würdet ihr von dem? Ja, ich würde tatsächlich, Andrea, was sagst oder du? Deine. Wie oder? Ich finde deine sehr spannend, weil das betrifft... Mehrere. Ja, genau. Also bleiben wir bei der Frage, würdet ihr bleiben, wenn man euch betrügt? Ja, genau. Ich würde sagen, ich starte gleich mal als Single, weil ich die Einzige bin hier, die Single ist und betrügen dürfte, wen sie wollte. ganz klares Nein. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als Loyalität und vor allem den Respekt vor mir als Person. Und für mich würde es bedeuten, dass man mich nicht respektiert und dann gibt es da kein, wir probieren es nochmal und zweites Mal, und weil irgendwo ja auch die Charaktereigenschaft meiner Meinung nach in der Person steckt. Ich habe natürlich auch die schlechte Erfahrung gemacht in meiner Vergangenheit, dass ich betrogen wurde, und deswegen gibt es da für mich kein No excuses. Also für mich ist auch beim Betrügen so der schlimmste Punkt, dass du ja von der Person, die du liebst, hintergangen wirst. Also nicht mal, sage ich jetzt mal, der Akt, oder wenn die Person jetzt mit jemandem Sex hat, ist das auch schlimm. Aber viel schlimmer ist das für mich, dass mir etwas verheimlicht wird und dass etwas hinter meinem Rücken gemacht wird und mir das bewusst nicht gesagt wird. Und das ist für mich das Allerschlimmste an der Sache. Also das ist auch der Grund für mich, warum es für mich unverzeihlich ist. Man sagt auch immer so, wenn man selber erlebt, ist anders, wenn man Familie hat, wenn man 30 Jahre zusammen ist und so weiter. Aber ich finde auch dann, wenn man so ein Bedürfnis hat, dann muss man in einer Beziehung zusammensitzen, das ansprechen und sagen, schau, so und so sieht's aus. Und dann kann man nach Lösungen suchen oder auch nicht, wenn es für eine Partei nicht passt. Aber das Schlimmste ist für mich, dass hinter dem Rücken etwas machen und verstecken. Also das ist für mich ein ganz, ganz großes No-Go, unverzeihlich. Auch aus dem Grund, weil dieses Hintergehen, das würde ich halt nicht verzeihen, weil ich könnte es nicht verzeihen, sage ich ganz ehrlich. Weil es würde die ganze Zeit in meinem Kopf bleiben. Ich würde an jede nächsten Handlung denken, ja, macht er jetzt schon wieder was oder ist er jetzt wirklich da, wo er mir sagt. Und ich möchte keine Beziehung haben, in der ich die ganze Zeit diese Gedanken habe. Ja. Nein, also das ist für mich auch der schlimmste Punkt. Weil wenn jetzt mein Partner zu mir kommt und mir sagt, schau, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, ich habe das Bedürfnis, etwas auszuprobieren, weiß nicht, ob das X sein mag, ein Dreier oder Sex mit einer anderen Person, dann kann man da viel offener daran hinarbeiten oder schauen, was geht auch für mich oder die andere Partei. Aber so hinter dem Rücken ist für mich ein No-Go, unverzeihlich. Habt ihr denn schon mal erlebt, dass eine Beziehung trotz Betrügen, also ein Vertrauensbruch, wieder funktioniert? Kennt ihr ein Paar oder eine Familie, die das überlebt hat? Ja. Ja? Okay. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil es tatsächlich im ganz engen Umkreis ist. Und dieses Betrügen auch so ein bisschen auf jugendlichem Leichtsinn, würde ich jetzt mal sagen, basierte. Und da ganz viel von beiden Seiten Richtung... Zusammenwachsen und Findung ging, und ich hätte es mir selber nicht gedacht, dass es in der heutigen Zeit dann, also jetzt im Hier und Jetzt, so harmonisch ist und
die das wirklich super gemeistert haben. Aber ja, ich könnte es mir einfach für mich persönlich niemals vorstellen, weil ja einfach, wie auch Franzi gesagt hat, ich da immer irgendwo im Hinterkopf diese Situation habe, wo ich einfach weder vertrauen kann, irgendwo auch so dieses, ja, respektlose Verhalten im Kopf habe. Und verzeihen ist schön, aber dann verzeihe ich und gehe aber getrennte Wege. Mhm. Aber ja, ich habe das im engen Umkreis erlebt und es funktioniert. Okay. Tatsächlich. So, okay. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz oft funktioniert, wenn man sich dessen bewusst wurde, warum es so ist und darüber gesprochen hat. Aber ich glaube, ganz oft ist das Problem, dass eben nicht gesprochen wird. Und das ist das größte Problem heutzutage ganz, ganz oft. Kommunikation ist das A und O, egal in welchem Bereich. Und wenn das fehlt, dann kannst du noch so oft sagen, es tut mir leid. Und ja. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass viele Beziehungen, wie du schön gesagt hast, daran scheitern, dass auch die Bedürfnisse vielleicht nicht offen kommuniziert werden. Und Bedürfnisse können sich ja auch verändern im Laufe einer Beziehung. Also vor allem solche, die mehrere Jahre zusammen sind. Und ja, man entwickelt sich ja auch zusammen, wir aber auch einzeln weiter. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass man etwas Neues für sich entdeckt, wo der Partner dann aber sagt, nee, das ist gar nicht so meins etc. Und Betrügen ist ja auch so ein breit gefächerter Begriff. Wo fängt Betrügen an? Wo hört er auf? Ist Betrügen schon mit jemandem Schreiben, sich anbahnen etc.? Und Betrügen ist für mich, sobald man etwas jemandem verheimlicht. Eben. Man hintergehen. Hintergeht, genau, absolut. Und das muss ja nicht mal damit zusammenhängen, dass man gleich mit jemandem schläft. Eben, wie du gesagt hast, nicht gleich der Akt, sondern dass du etwas machst, wo dein Partner nicht Bescheid weiß. Mhm. Partner, Partnerin. Jemand anders trifft zum Beispiel, aus dem sich ja was entwickeln könnte, oder? Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ist die Frage, gehört das auch schon dazu oder nicht? Mhm. Ich sag, das ist immer so eine Frage der Kommunikation, wie man das dann auslegt. Aber bei mir zum Beispiel, ich bin da, glaube ich, auch eine ganz schlechte Person, um das irgendwie zu urteilen, weil ich da gebrandmarkt bin durch meine Kindheit. Bei uns war halt Betrügen das Thema Nummer eins. Also mein Vater ist ständig fremdgegangen und das wurde dann auch bei uns zu Hause ausgetragen. Ich habe alles mitbekommen, weil bei uns dann die Frauen teilweise auch geklingelt haben und mein Vater auch von zu Hause weggegangen ist und wiedergekommen ist. Und ich habe eigentlich immer für mich so gedacht, ich werde mich niemals binden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt mich mal auf was wirklich Festes so einlassen kann, weil ich das eben so krass miterlebt habe. Und das nimmt einen schon so ein bisschen das Vertrauen, oder? Ihr könnt euch das vielleicht gut vorstellen. Ja, das Urvertrauen in das andere Urvertrauen. Menschen. Genau. Absolut, absolut. Obwohl ich das ganz schlimm finde, weil jeder hat doch das Recht, dein Vertrauen zu bekommen, weil jeder ist anders und jede Beziehung sollte man ohne Vorurteile angehen. Aber es ist halt mega schwierig, weil man gebrandmarkt ist. Genau. Ja. Und das lässt dann natürlich wahrscheinlich auch nicht viel Raum, dann Spielraum für andere Leute, da überhaupt reinzukommen in diesen Bereich, oder? Dass man dann überhaupt dieses Vertrauen je geben kann. Das ist eben genau der Punkt. Aber letztlich habe ich schon irgendwann gemerkt, okay, du kannst nicht immer allein sein oder irgendwann ab einem bestimmten Punkt, wenn ich gemerkt habe, jetzt wird es ernst, habe ich dann halt quasi irgendwas gemacht, dass es dann irgendwie in die Brüche gegangen ist. So müsst ihr euch das wirklich vorstellen. Ja, weil ich habe nie Beziehungen gehabt, die länger als 2 Jahre waren oder so. Ich denke, ich habe mich da selbst Selbstschutz. Ja, Selbstschutz, genau. Ich erkenne mich da 1:1 wieder, seit 5 Jahren. Selbstschutz, sobald es ernster werden könnte. Ach nee, das und das passt doch nicht an dem. So, genau. Nein, ich finde das so schade. Ja, weil ist es auch. Das Ding ist, ich denke mir immer, auch wenn jetzt, ich meine, ich habe eine sehr harmonische, glückliche Beziehung, aber auch wenn er jetzt etwas machen würde, ich weiß es nie, wenn er mich hintergehen würde, belügen würde, betrügen würde, ich kann immer sagen, ich habe von meiner Seite alles gemacht und ich habe das aus Liebe gemacht, ich bin aus Liebe mit diesem Mensch gewesen und eigentlich, wenn er so etwas macht, dann ist es sein Verlust und nicht meiner. Ja. Und ja, also ich denke dann immer so, ich von meiner Seite handle nach bestem Wissen und Gewissen und aus Liebe und was zurückkommt, kann ich nicht weiter beeinflussen. Richtig. Und so. Das ist so. Zu der Frage noch ganz kurz, würden wir jetzt, haben wir geklärt, bleiben, wenn wir betrügen werden. Also wichtig finde ich einfach an dieser Stelle noch, was ich jetzt lustigerweise erst letzte Woche wieder mit jemand im Gespräch hatte,
dass du nicht bleibst aus Angst, weil du das Gefühl hast, du könntest ohne diesen Menschen nicht leben. Ich kann da auch aus meiner Vergangenheit sprechen. Mir wurde immer ins, wie so ein Floh in den Kopf gesetzt, ohne mich bist du nichts wert, ohne mich schaffst du das und das nicht, das ohne mich... Mega narzisstisch. Extrem. Genau, so. Und ich hatte letztens das Gespräch, dass eben diese Frau mehrmals betrogen wurde. Und zwar nicht durch One-Night-Stands, sondern auch monatliche Affären. Also wirklich was auch irgendwo emotional festigerenderes. Und dass man dann, also Appell an dieser Stelle an alle Frauen, habt den Mut zu sagen, ich lasse das nicht mit mir machen. Und ihr werdet durch einen Schmerz, durch eine schmerzende Phase gehen und, aber ihr werdet an einen Punkt kommen, wo ihr dann jemanden findet, der euch, so wie ihr seid, respektiert und wertschätzt. Und das ist so, so wichtig, dass ihr das nicht mit euch machen lässt. Also, ja. Es ist auch Selbstrespekt gegenüber dir selber. Mhm. Wenn du das zulässt, dann stellst du eigentlich deine Werte wieder zurück. Also du verlierst eigentlich deinen Selbstwert in dieser Beziehung, weil du dich emotional, finanziell abhängig von einer Person machst, die dir das Gefühl gibt, weniger wert zu sein ohne diese Person. Und das finde ich so toxisch. Und ich kenne einfach so viele Frauen, natürlich auch Männer, die in einer Beziehung leben, die sie nicht erfüllt, einfach aus Angst, nicht genug zu sein ohne diese Person. Wahnsinnig toxisch. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch so, ich sage immer, das ist so ein schöner Spruch und so wertvoll auf diverse Lebenssituationen, aber besonders auch auf das Verharren und Ausharren in einer toxischen Beziehung. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn du einen Glassplitter im Fuß hast. Wenn du den die ganze Zeit drin hast, das macht die ganze Zeit ein bisschen weh, aber immer und für immer. Und wenn du einmal den Mut hast, den rauszuziehen, dann macht es einmal ganz, ganz stark weh. Und es wird hart. Ich hatte schon schlimmen Liebeskummer. Liebeskummer ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Ja. Aber wenn du den Mut hast, den rauszuziehen, wird es einmal hart und dann kann der Fuß und die Wunde heilen und du kannst heilen. Und das ist man sich einfach so wert. Egal in welcher Situation. Nie irgendwo ausharren. Niemals. Mhm. Soll auch nicht heißen, man soll alles immer sofort hinschmeißen und wir haben ein bisschen eine Wegwerfgesellschaft heutzutage, aber trotzdem, wenn es toxisch wird und wenn es mehrheitlich überwiegend toxisch wird, dann sollte man sich das wert sein, diesen Schritt zu gehen. Und du wirst wachsen. Du wirst wachsen und du wirst auch für dich nochmal, ich sage jetzt mal, einen Wert gewinnen, weil du weißt, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und darum, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig in der heutigen Gesellschaft. Mhm. Also, auf jeden Fall. Für Männer und Frauen. Aber wie gesagt, auch wichtig, was du auch schon gesagt hast, nicht gleich auseinanderrennen, weil das ist ja heutzutage auch so üblich oder sobald irgendwas nicht so läuft oder man sich nicht selbst verwirklichen kann, sind die Leute heute gar nicht mehr bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen und Beziehung bedeutet auf eine gewisse Art und Weise bis zu einem bestimmten Punkt auch immer Kompromiss. Es darf aber nicht so sein, dass man sich selber quasi hintergeht, wie ihr schon auch gesagt habt. Das ist wichtig, dass man sich selber treu ist und dass man sich auch immer bewusst ist, dass man im schlimmsten Fall auch immer allein zurechtkommen würde. Also wenn die Trennung da ist, dass es so ist, dass man auch allein als eigenständige Person existieren kann, sowohl finanziell als auch emotional eben praktisch keine Abhängigkeit aufbaut. Und das habe ich auch für mich als Lebensphilosophie immer gehabt. Und dann hast du eine tolle Grundlage für die nächste Beziehung, weil du eben nicht mehr das Gefühl hast, du bist abhängig von jemandem, sondern du bist selbstständig, hast dir deine Questions irgendwo beantwortet und weiß dann auch, mit welcher Selbstsicherheit du in die andere Beziehung gehst. Und finde ich auch, definitiv. Solange du keinen Schaden davon trägst. Das finde ich eben auch wichtig. Viele, die betrogen wurden, verlieren eben das Vertrauen in andere Menschen. Und ich finde, wie gesagt, jeder neue Mensch darf und sollte das Recht haben, dein Vertrauen in erster Linie mal zu bekommen, weil alles andere wirst deine Ängste und Sorgen immer, jeder hat ja sein Paket und jeder nimmt das irgendwo durch mit und hat Vorurteile und ist eben ein gebrandmarktes Kind in einem gewissen Alter, aber man sollte doch versuchen oder zumindest den Versuch starten, weil sonst ist es eben wie bei, ich sag jetzt mal, nicht jetzt dich, sondern allgemein Frau. Bei mir war es die letzten Jahre so, dass man einfach nicht auf zulässt. Abstand geht und eigentlich niemanden mehr an sich ranlässt, aus Angst, aus früheren Beziehungen. Ja. Und es ist ein Heilungsprozess, ne? Und da durchgehen, den durchmachen und dann
ist man auch an dem Punkt, wo man eben diese Punkte aus der verletzten Situation nicht mitnimmt. Und das, man muss da einfach auch einen Abschluss finden. Was da auch eben gerade das Schlimme jetzt ist, das noch ergänzend zum Schluss vielleicht, ist ja, wenn du dann so auf Abstand gehst, ich kenne das ja auch von mir, dann ist es so, dass die anderen dann, also derjenige dann sowieso denkt, sie erwartet sowieso nichts anderes von mir, dann kann ich ja auch gerade jetzt eigentlich fremd gehen, weil das ist ja genau das, was sie sowieso mir die ganze Zeit unbewusst vorwirft, dass das eventuell passieren könnte. Das heißt, sie erfüllen eigentlich deine Erwartungen, weil du sie selber im Prinzip da wie, ich sag jetzt mal, hintreibst vielleicht auch. Ne? Also wenn jemand sehr eifersüchtig ist, Frauen, die sehr, sehr eifersüchtig sind, können tatsächlich einen Mann dazu bringen, genau diesen Schritt zu tun. Und trotzdem möchte ich sagen, weißt du, wenn das dann jemand macht, dann hat er dir ja eigentlich nur sich gezeigt. Genau. Und vielleicht hast du das gebraucht. Und das, bist umso früher, umso besser. Also ja, besser, weil dann hat es, ich denke immer so, du hast mir jetzt dein Gesicht gezeigt. Bei, egal ob bei Freundschaften oder bei Beziehungen. Ja, das ist so. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Also das, wollen wir weiter? Sonst dürfen wir nicht zu viel. Ja, das ist ein spannendes ist Thema. Ein Frage gewesen, oder? Ja. Hatte ich das Gefühl jetzt? Also die nächste Frage geht bei mir direkt wieder sehr, sehr, Also wir möchten auch nochmal vielleicht einen Disclaimer reinmachen. Also generell, auch wenn wir lachen bei gewissen Sachen, ist erstens nicht respektierlich gemeint. Also wir haben einen lockeren Podcast hier. Wir ersetzen natürlich keinen ärztlichen Rat, das finde ich auch wichtig zu sagen. Und wir erzählen immer aus unserer Ansicht, mit unseren Beweggründen, gemäß unserem Wissensstand, nach bestem Wissen und Gewissen, aber immer so, wie wir es machen, denken und ist auch nie abschließend, das ist unmöglich, etwas da abschließend irgendwie zu... Wir erzählen einfach von unserer Erfahrung, was wir darüber denken, was nicht heißt, dass es verallgemeinert werden darf, definitiv. Genau, oder es hat auch keine fachlichen Hintergründe. Ganz genau. Ja. Was hast du? Also die nächste ist eine ähnliche. Lust auf einen ganz bestimmten Schwanz, einmal trotz harmonischer, glücklicher Beziehung. Ich denke, das geht auch so auf das vorher... nein, also ich finde auch, das geht wieder Kommunikation, nicht einfach irgendwas machen, auf das Betrügen, das ist nicht so. Dann Lieblingsfilm ist nicht so spannend. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage, sorry, das sind solche Fragen, Lust auf einen anderen Schwanz. Ich muss da kurz einfach einschreiten, weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel. Wir sind in einer Gesellschaft, wo ganz, ganz viel öffentlich wird drüber gesprochen, vielleicht auch in einer gewissen Scham oder auch nicht. Aber gerade auch die ganze Pornografie-Industrie und so. Man hat dann vielleicht immer das Gefühl, man braucht noch was anderes oder man muss noch was anderes probieren. Ja, oder das, also mal da wieder ein bisschen weg von zu kommen und was vielleicht wirklich normal ist oder was halt für einen, was man für ein Bedürfnis hat oder was man ausleben möchte. Aber weg davon zu kommen, dass man denkt, nur weil das jetzt in einer pornografischen Situation irgendwie präsentiert wird, dass das so sein muss oder dass es besser ist oder ja. Wir werden ja auch in dieser Gesellschaft so oft mit Eindrücken überschwemmt, also vor allem sexuellen Reizen überhäuft, also Instagram, Social Media, mit allem möglichen Werbung. Sex Sales ist einfach so omnipräsent. Und das sieht man jetzt auch in unseren, unseren Fragen. Also bei mir ist auch überwiegend Fetische etc. bei mir, weil ich gerade in der Wettkampfdiät bin, natürlich auch viel bezüglich der Wettkampfdiät, illegale Substanzen etc. Aber ich glaube, das ist schon so der Triggerpoint für den meisten, wo man einfach nicht offen sprechen kann mit seinem Partner, mit seinen Freunden etc. Ich habe zum Beispiel auch hier die Frage, ich stehe als Frau aus auf Pornos, vor allem Rouge und Frauen im Rush und Frauen mit Punishments. Yeah. Ich musste dann auch in die Gruppe kurz fragen, was das ist. Also so. Ich kenne andere Ausdrücke dafür. Und ich kannte es auch genau. Nicht. Kannst du das mal kurz erläutern? Irgendjemand hat es mir erläutert, was es ist. Einfach eigentlich. Also Erniedrigungsfantasien. Also Erniedrigungsfantasien. Generell, aber, ja, es gibt ja auch viel, darum auch der Disclaimer vielleicht am Anfang, die zum Beispiel sehr viele Frauen, die auf so Vergewaltigungsfantasien stehen. Also man sieht das ja auch immer, wenn man auf den Pornoseiten die Rankings anschaut, was da wirklich so alles polarisiert und dass das wirklich auch ein Thema ist, also dass diese Sachen wirklich Thema sind. Und ich denke, das ist so ein bisschen damit gemeint. Also geht natürlich schon auch SM-Bereich, aber mehr so wirklich Erniedrigungsfantasien. Rough ist ja auch
Hart. Ich dachte, dass das mehr so Männer sind, die, also gerade so Geschäftsmänner, die ganz oben an der Spitze stehen. Das ist so meine Erfahrung, die ich so hatte. Ja, aber das ist Konträre, ne? Ja, genau, dass sie sich auch gern mal sozusagen unterwürfig zeigen wollen oder auch mal das Gefühl, irgendwie, dass wir brauchen. Das sind eigentlich eher die Leute, habe ich gedacht, dass die das bevorzugen. Aber Frauen in der heutigen Emanzipation nehmen ja auch oft die Rolle eines Mannes oder, ich sage jetzt mal, der typischen Männerrolle ein, indem sie eben eine Geschäftsposition annehmen und auch das Alpha-Tier ein bisschen raushängen müssen. Das ist ja auch so ein bisschen so, ja, in den letzten Jahren auch durch die Musikbranche und etc. ist es natürlich schon ein bisschen präsenter. Und dementsprechend glaube ich, dass da schon, weil wir uns Frauen mehr beweisen müssen, doch gerne manchmal zurücknehmen und vielleicht eben, ich sage jetzt nicht mal erniedrigt, sondern einfach mal wieder zurechtgewiesen wäre. Weil es ist, glaube ich, auch unser Urinstinkt irgendwo durch. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Ja, nee, aber es ist ja gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, einfach mal die Kontrolle abgeben. Genau. Ja. Kontrolle abgeben, das stimmt. Mhm. Doch, stimmt. Das ist manchmal schon. Also ich finde auch alles, was im gegenseitigen Einverständnis ist, ist okay. Also ich verurteile das nicht. Also ich denke mir sowieso bei gewissen Sachen natürlich auch, wirklich? Oder ja. Also alles, was dann so mit Fäkalien und so zu tun hat, für mich nichts, aber wenn das jemandem gefällt und das im gegenseitigen Einverständnis ist, das sollen die das machen. Ja, also ja, finde ich nicht. Ja, ja. Ja, eben, ich glaube, wir haben, was hast du noch mal für eine Frage? Ich habe eine ganz spannende sonst. Mhm. Okay, warte. Bei mir. Sag mal, Julia. Ja. Auch nicht schlecht, warte. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Da hat eine Frau geschrieben, es hat es auf Schweizerdeutsch geschrieben, aber sie hat fast nie einen Orgasmus, sie täuscht immer vor. Ah, spannend. Das ist spannend, ja. Ich habe die gleiche Frage. Ah, ja. Also jetzt nicht hier, aber auch so. Das so in der Art habe ich auch. Dann benutzt ihr Sextoys. Welche und wer von euch, okay, welches ist das Beste? Was könnte so quasi, was kann man empfehlen? Also ist auf Schweizerdeutsch geschrieben, ja, deswegen muss das gucken. Keine Aussage, aber eine Frage. Ja. Ja, ich glaube, wir können das ja vielleicht zusammenfassen. Hm. So bezüglich. Hängt auch so ein bisschen zusammen. Ja, finde ich auch. Da haben wir Freude. Ja, habt ihr schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ja. Ja, klar. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Aber ich muss auch sagen, also ich bin jetzt nicht uralt, aber mit dem Alter wird der Sex immer besser, erstens das. Und zweitens denke ich auch oder habe auch herausgefunden, also ich muss auch ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich Sex hatte, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war etwas älter, ich war etwas später dran, aber da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, was ist das? Genau. Im Ernst jetzt? Warum wird das so gehypt? Warum finden das alle so super? Und das ist ja einfach etwas, war das jetzt das schon? Und ich dachte mir so, warum? Warum? Was ist das? Und jetzt, also mit der Zeit dann natürlich und mit der Entwicklung, mit den Erfahrungen, aber auch lernt man, denke ich, auch so als Frau, dass sehr viel bei einer Frau auch im Kopf stattfindet. Und das ist so der erste Tipp, den man eigentlich geben kann. Der erste Tipp, im Kopf stattfinden, und der zweite Tipp, mach es dir selber. Also lerne deinen Körper kennen, entdecke dich und auch während dem Sex. Also ja, ich weiß nicht, ob man vaginal, das wäre gelogen, dass man vaginal immer einfach so zum Orgasmus kommt, nur mit dem Penis. Ja. Also da muss man Hand anlegen und das ist ja auch kein Problem, nicht immer, aber das ist auch kein Problem. Und das ist sicher ein Tipp und das andere wirklich der Kopf. Also ich merke das sofort. Also ich kann kommen, wenn ich kommen will, wenn mein Kopf dabei ist. Genau. Dann habe ich einen Orgasmus. Also egal, wie der Sex ist, natürlich nicht, aber so, ja, also fast bei jedem Sex eigentlich. Wenn mein Kopf dabei ist, wenn man das stimmt. Die Gefühle auch, ja. Und ich glaube, es ist also auch hier wieder Thema Kommunikation, wenn man nicht kommen kann während dem Sex, weil es irgendwie auch nicht funktioniert. Spielzeuge einbauen und sagen, wie komme ich, auch sich voneinander mal selbst machen, das ist ja auch so ein großes Thema, weil dann sieht man auch, hey, so kommt sie wirklich. Und ich war Frühvogel, ich glaube mit 12 oder 13 hatte ich meinen ersten Sex. Ja, aber es war danach. Das war meine erste Beziehung, die war 4 Jahre, also es war halt eine Jugendliebe und ich hatte mit ihm zwar nicht den ersten Sex, weil ich habe mich selbst entjungfert, weil ich so Angst hatte, weil mir alle gesagt haben, es tut total weh und dann wenn das Jungfrauhäutchen etc. Ja, ich habe es selbst gemacht. Ich bin war da schon sehr emanzipiert. Und aber wie gesagt, auch in jungen Jahren war ich sehr unerfahren natürlich und habe vielmals vorgetäuscht, auch dem Mann zu lieben, oder? Das ist ja auch so eine Bestätigung, oder? Genau, also es war bei mir so am Anfang immer. Gell? Bei mir war es aber auch oft so, dass ich es einfach in meinen jungen Jahren nicht wusste. Also ich wusste einfach nicht, wie es sich jetzt wirklich anfühlt, wenn ich komme.
So. Mhm. Und erst durch die, ja, durch das Auseinandersetzen mit mir selber, wo ist quasi der Punkt, wo ich geil werde, wo ist der Punkt, wo auch der Mann einfach, ja, mich geil macht, oder man muss, Kommunikation, man muss darüber sprechen, weil sonst bist du wieder an dem Punkt, dass du unglücklich einen Akt hast und immer denkst, es gehört sich halt so. Und da dann auch wirklich zu sagen, hey, du, also musst ja auch niemand persönlich oder böse nehmen oder sonst was, sondern einfach darüber sprechen und sagen, du musst da ein bisschen weg von und das ist nicht geil, oder weil du es vielleicht auch irgendwo gesehen hast oder wie auch immer. Das macht mich nicht geil, das ist eher so, Alter, lass mal sein. Und wirklich da, ja, zu kommunizieren und aber eben die Selbstentdeckung und zu sagen, okay, wo muss Hand angelegt werden von mir selber oder von meinem Partner, ist ja dann erstmal zweitrangig. Ja. Ja, wie viele Frauen sprechen untereinander, boah, nee, er macht das viel zu schnell und das ist überhaupt nicht gut, aber nicht mit dem Partner. Ja. Warum fängt man nicht bei dem Partner an? Weil um ihn geht's ja. Er muss es ja lernen auch irgendwo. Ja, das machst du aber auch wirklich nur in der Partnerschaft. Wenn du ständig wechselnd Beziehungen hast, irgendwie mal schnell da ein, kommst du gut, zu dem gar nicht. Und das ist eben auch der Punkt, oder? Und dann viele Männer, die sind ja wirklich so, die gucken diese Pornos und denken dann so, wow, ja, so muss es funktionieren. Mhm. Oder die wenigsten sind jetzt wirklich so versiert, dass sie wissen, okay, erst mal gucken, worauf die Frau so steht und gehen langsam vor, oder? Ihr wisst ja selber, das ist dann schon eher schwieriger. Und dann da zu kommunizieren, da musst du dann halt wirklich entweder selber Hand inlegen, um das zum Ziel zu kommen, oder auch für dich selber schauen oder eben so offen sein, dass du das mit jedem irgendwie ausdiskutierst. Ja, aber auch selbst Hand anlegen ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich kenne jetzt keinen Mann, der sagt, oh, mach das ja nicht. Das finde ich jetzt ganz, ganz schlimm. Also ich meine, du schaffst das nicht? Also ich hatte mal einen Ex-Freund. Das ist eher umgekehrt, ne? Dass die Frau sich dann unangenehm fühlt. Richtig. Ja. Also ich hatte mal einen Ex-Freund, der hat sich von Spielzeug entmannt gefühlt. Das habe ich aber auch schon mehrfach gehört, auch von anderen Frauen, dass die Männer teilweise allergisch darauf reagieren. Ja, ja. Weil sie dann denken, schaffe ich es allein, ich wirklich. Weil du hast mir diesen einen Dildo da empfohlen. Der Womanizer. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich den weiterempfohlen und die hat mir das dann erzählt, ob ihre Schwester, der Mann von der Schwester, der war richtig sauer, als sie dann mit dem... Wahrscheinlich nur, weil sie... Fehlende Kommunikation. Ja, fehlende Kommunikation. Und den kann man ja auch wunderbar einbauen, also... Ja. Heißt ja nicht entweder oder. Nee, ja, genau. Außer sie bevorzugt nur noch den... Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Oder wenn sie kommt und dann tschüss. Ja. Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, eben auch wie, das kannst du auf alle Lebenslagen nehmen, Kommunikation ist der Schlüssel. Absolut. Also ich finde, ich verstehe es, wenn Frauen sagen, ich getraue, also ich habe den Orgasmus schon mal vorgetäuscht, dass es vorbei ist, aber ich glaube, das ist nicht langfristig das Ziel, vor allem in einer Beziehung, in einer langfristigen Beziehung. Wenn du mal ein One-Night-Stand ist und das war wirklich grottenschlecht und willst einfach nur, dass es vorbei ist, okay, fair enough, das verstehe ich. Aber sonst finde ich es wichtig, weil auch hier ist wieder die Entwicklung in einer Beziehung so wichtig. Ja, also das funktioniert also nicht. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich bin halt auch der Meinung, ich als Frau muss nicht bei jedem Sexakt kommen. Genau, ich auch. Also Sex ist auch Sex ohne Orgasmus. Das ist ja nochmal auch ein bisschen anders wie bei einem Mann. Also... meiner Meinung nach. Also wieder finde ich auch. Gerade auch eine nächste Person noch mal geschrieben, sie hasst Sex und findet es null geil und nur anstrengend und hat wirklich nie Lust. Also das geht ja auch in dieses Thema. Genau, das geht auch in dieses Thema. Und ich denke, sowas kommt häufiger vor. Also ich höre das auch immer wieder bei Freundinnen so. Und Womanizer wurde schon genannt als Toy-Empfehlung. Ja. Also Womanizer ist halt schon eher ein Toy, würde ich sagen, zur Selbstbefriedigung. Eher. Ja, aber es kann gibt schon ja zwei. Auch, den doppelten, ja, zu sehr. Ja, aber es gibt ja auch den einen. Den du oben ansetzen kannst, ja. Aber mein Favorite Toy, wirklich absolutes Favorite Toy, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Also er heißt Wand, der von Sex in the City. Der Stab da. Der Stab. Ja. Und den kannst du super beim Sex verwenden, vielleicht als Tipp, Mann und Frau. Also es ist auch für den Mann ultra intensiv, wenn du ihm den mal ranhältst. Und dann auch, wenn ihr den zusammen verwendet, also auch während dem Akt. Und das ist so ein Toy, das heißt, finde ich einen absoluten Game Changer. Das kann ich noch als Tipp geben. Weil der Womanizer ist super, habe ich ihn auch, aber ist immer so gehypt.
Und der ist ein bisschen unbekannter, der Stab, der, dieser Wand. Wirklich? Also den habe ich schon seit Jahren zu Hause. Und es ist übrigens auch super zum Massieren. Also mit irgendeiner Verspannung absolut, oder so. Absolut. Nackenverspannung. Doppelnutzung. Ich wollte mich nur massieren, nicht das, was du denkst. Einfach so in der Tram. Also der ist wirklich, wirklich eine Empfehlung. Nicht lachen, Leute, ihr müsst. Ja. Aber ja, ich finde auch einfach allgemein Spielzeuge, wo beide was von haben, ist einfach nochmal... Ja, geiler, weil es halt für beide intensiver ist und auch beide was von haben. Mhm. Aber kurz auf deine Frage zurück, weil sie nie Lust hat. Es wurde eine Frage gestellt, dass eine gar keine Lust auf Sex hat und das macht ihr null Spaß. Auch hier vielleicht mein Ernährungsberater-Dings, genau, ja. Hormoncheck, mhm. Libidoverlust, meistens auch eben vielleicht die ganzen Sexualhormone mal testen. Weil oder auch bei Zufuhr von Östrogenhormonen, zum Beispiel der Antibabypille. Yes. Also, absolut. Also ich muss sagen, meine Libido ist anderes Level. Ich habe sehr, sehr lange, leider, weil ich es nicht besser wusste, hormonell verhütet. Ich auch. Auf verschiedene Arten hormonell verhütet. Und ich kann das eher nachvollziehen in dieser Zeit. Weil da ist bei mir schon auch so, also war auch die Lust war nicht vorhanden. Und dann habe ich mit dem aufgehört und meine Libido ein anderes Level, also wirklich ein anderes Level. Ja. Oder halt einen zu tiefen Körperfettanteil. Bei Frauen, die zum Beispiel auch wirklich Nährstoffzufuhr gleich null haben oder wenig, wirst du einfach auch meistens einen Verlust der Libido haben. Das ist ja logisch, also der Körper ist dann im Überlebensmodus. Ja, logisch für dich, aber oder für viele Menschen Sport nicht. Bei mir. Zu viel Sport. Zu viel Sport ist bei mir auch Sexkiller. Ja. Also wenn ich zu viel genau trainiere, dann habe ich dann auch bis platt. Also da hast du gar kein Bedürfnis mehr nach Sex. Absolut. Also Cardio und so Sachen, ja. Zu viel Stress auch, Cortisol. Mhm. Mhm. Ja. Also zusammenfassend, Kommunikation, Sexspielzeuge einbauen gerne. Mit dem Partner vor vielleicht auch mal quatschen, was dich antörnt, was zusammen nicht. Kaufen. Ja, ja. Mhm. Man kann das ja auch super in ein Gespräch einbauen. Man muss ja nicht sagen, so, wir müssen jetzt zusammensitzen, sonst mache ich Schluss oder so. Also es ist ja nicht gleich so, sondern man kann auch wirklich mal sagen, wenn man am Fernseher gucken ist, so, hey, oh, die sieht, das ist eine tolle Situation oder was auch immer, mach's doch mal auch so. Also es ist ja wirklich so, einfach so das Feingefühl entwickeln mit dem Partner auch mal hier, ja, sich anzubahnen und nicht nur mit der, eben viele gehen einfach zu Freunden und sagen, hey, das war jetzt so schrecklich und so. Mhm. Warum geht man nicht zum Partner? Warum geht man nicht den direkten Weg? Mhm. Mhm. Ja, und ich denke, scheut euch da nicht, also ihr könnt ja mit dem Partner darüber reden. Die freuen sich. Und macht es euch vor dem Partner selbst. Also wir sind Frauen, bitte. Also Männer finden das unglaublich hot. Ja. Wenn wir es vor ihnen selbst machen. Und dann sehen sie auch mal, wie machst du es. Und ich habe schon viele Männer gefragt, ja, egal ob jetzt Blowjob oder ob du in den Unterhose, wie magst du es denn genau? Und da sind ja Männer auch verschieden. Ich finde, das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie schlecht in dem bin oder so. Also ich finde das auch wichtig. Ich möchte ihm ja auch ein gutes Erlebnis bieten. Ja, wollte gerade sagen. Die Dienstleistung. Hey. aber es ist ja auch oft Unsicherheit, wenn jetzt zum Beispiel auch gerade der Mann wie sich nicht drauf einlässt. Also wenn der Mann eben schon reingeht mit dem Denken, er ist der Geilste, er kann es am besten der Frau besorgen und. Ich brauche keine Tipps. Und lässt sich dahingehend nicht sagen. Oder wenn du dann was sagst, dann ist es gleich so, also er fühlt sich dann angegriffen in seiner Persönlichkeit. Und das ist halt der falsche Punkt. Sondern da darfst du ein bisschen von deinem Ego-Trip runterkommen und sagen, ich nehme das an und da kommt ja dann noch viel mehr Geileres raus, wie du jetzt in meinem Moment lieferst. Das ist immer ein Zusammenspiel, eben. Ja. Sonst ist es vielleicht auch der falsche Partner. Genau. Und noch ein Tipp für die Damen, die das geschrieben haben, dass sie nie Lust haben, vielleicht sollte das mal mit schöner Wäsche auch probieren. Ich finde, wenn man sich selber dann mehr sexy auch fühlt, wenn man vielleicht irgendwie was anhat, wo man sich besser mit fühlt, vielleicht ist es ja auch ein körperliches Problem, was einen irgendwie stört. Und da gibt es ja so richtig tolle Wäsche, womit man das vielleicht auch erstmal kaschieren kann in dem Moment und fühlt sich dann irgendwie insgesamt auch besser, dann kommt das natürlich auch bei dem anderen ganz anders an. Also einfach, dass es einem selber gut geht. Genau. Also ich denke, wenn es mir selber gut geht, ist mein Sexdrive auch hoch. Ja. Genau. So wenn du dich selber, du darfst dich ja selber, und das darf man auch sagen, und das ist kein Ego-Trip oder so, dass du dich selber geil fühlst. Und wenn du dich selber geil fühlst, dann kannst du dich auch anders in diesen Akt und in das Sexleben integrieren und halt auch dazu beitragen, dass es geil ist. Also wenn man mit sich selber unzufrieden ist. Und das ist aber diese depressive Verstimmung oder diese Unzufriedenheit ist ganz, ganz viel
auf körperlicher Ebene, die sich ändern lässt, wie wir vorher besprochen haben. Das ist ja nichts, was einem in die Wiege gelegt wurde und man sich damit jetzt einfach akzeptieren und annehmen muss, sondern wirklich ändern kann und ändern darf und das ist wunderschön ist. Mhm. Ja. Gehen wir weiter. Yes. Also ich habe Spannendes. Können wir vielleicht auch kurz, das ist etwas, was mir kurz. Ist Analsex für euch geiler als vaginale Penetration? Finde ich spannend. Das kann man ja kurz beantworten. Das ist nicht das, was man. Nein. Also ich will, du sagst nein? Nein, für mich nicht. Also ich finde Analsex, purer Analsex nicht geiler, aber ich finde, dass es sehr stimulierend ist, wenn man auch anal stimuliert. Ja. Finde ich auch. Also es ersetzt sicher nicht den vaginalen Sex, aber ich finde es auch sehr nice, auch so doppelte Penetration mit einem, keine Ahnung, es gibt ja so kleine Spielzeuge, so Analplugs finde ich wirklich nice. Man muss sich aber sicher darauf einlassen wollen. Also so erzwingen finde ich anal ganz, ganz schwierig. Ja. Also das tut dann wirklich weh. Und es ist natürlich auch eine Frage wie immer, Kommunikation, einfach sich vorbereiten etc. Mhm. Es gibt ja Analduschen, das kann man heutzutage zum Beispiel Amorana etc. gut kaufen, dass man sich auch selbst wohlfühlt, das finde ich ganz ein wichtiges Thema, weil das ist halt schon sehr, sehr intim und viele schämen sich dann auch, wenn mal ein Unglück passiert, was damit muss man einfach rechnen. Also es ist ja Sex, es ist Körperflüssigkeit. Ja, also ja. Ich habe auch null Probleme damit. Es gibt viele, die sagen, das geht gar nicht, ich würde niemals Analsex machen. Also für mich, ja, es ersetzt dann ist es aber auch, nicht. Okay, genau. Also das ist auch wieder sowas, nur weil man es gibt hat. Und weil es ganz, ganz viel in der Pornoszene auch gezeigt wird und das wie als Must irgendwo, nee, musst du nicht machen. Nee. Wenn du's nicht also probieren nicht vielleicht sein. Schon, finde ich, sonst kannst du es nicht beurteilen. Also wirklich eben dich darauf vorbereiten. Auch Männer, viele fühlen sich ja entmannt, wenn sie anal stimuliert werden. Also ich finde das überhaupt nicht. Also da liegt ja auch der G-Punkt bei den Männern. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich erwiesen das ist. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke auch, also Männer, die es ausprobieren, ist auch mein Erfahrungswert, die haben es immer gut gefunden. Ja. Aber sie müssen sich doch viele sagen. Da kann man auch mal mit der Zunge zuerst oder mit dem Finger mal antasten. Ja, absolut. Muss nicht, aber kann. Ja, bei manchen darfst du nicht mal in die Region kommen, dann ist schon. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Triggerpoint. Da könnte man auch mal psychologisch daran gehen. Das ist so. Was ist passiert? Ja. Genau, was ist da passiert? Okay. Ich habe mal eine Nicht-Sex-Frage. Das ist auch auf Schweizerdeutsch, ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Sie ist eigentlich so eine typische, möchte gerne ihren Job kündigen und sich voll als Hausfrau eigentlich ausleben und muss sich eigentlich in der heutigen Gesellschaft rechtfertigen und findet das eigentlich ziemlich doof und würde sich gerne in diese Rolle eigentlich einleben, aber kann das nicht, weil eben Emanzipation. Was sagt ihr dazu? Ich sage rechtfertigen auf jegliche Art, egal in welchem Bereich. Musst du dich vor niemand und erst recht nicht vor der Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, wir alle hier stehen genau dafür, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen für das, was wir machen und erst recht nicht für das, was ich persönlich will. Und es gibt doch nichts Schöneres, wenn es eine Frau gibt, die einfach genau das sein möchte. Frau im Haus, für die Kinder da. Ist doch super, wenn du da aufblühst, gerne kochst, für deine Familie sorgst. Mhm. Hey, go for it. Ich finde das ganz schlimm, dass eben, das ist wieder das andere Extreme, dass jeder muss komplett in diese andere Energie reingehen. Also ich finde, wenn jemand sich in der weiblichen Energie so wohlfühlt, dass er da aufblüht und warum nicht? Ich finde, man sollte sich für das gar nicht rechtfertigen. Ich würde es nicht mal zur Debatte stellen, wenn dich jemand fragt. Allgemein, wenn du mit deinem Entscheid, du hast deine Beweggründe für deinen Entscheid und du musst mit dir selbst und diesen Beweggründen im Reinen sein. Und dann Ja. Allein der Satz, das macht mich glücklich, ich glaube, das beantwortet schon alle Fragen, wenn jemand auf dich zukommt, finde ich. Mhm. Macht mich glücklich, erfüllt mich. Mhm. Next one. Mhm. Next. Hast du was? Das kann man auch kurz beantworten. Ich denke, wir müssen da auch ein bisschen. Hat jemand von euch schon mal Drogen genommen, außer Alkohol, Ziggi, Gras? Ich noch nie. Außer Zigaretten, Alkohol und Gras. Also so das, sage ich mal, gesellschaftlich eher akzeptierte wahrscheinlich. Ja, wir können das ja mit Ja oder Nein beantworten. Ja, und also ich
will das nicht ausdappen, weil ich nicht jedem erzählen muss, was ich alles genommen habe oder auch nicht. Aber ja, ich habe schon Drogen genommen. Ich auch. Ich hatte eine ganz, ganz schlimme Phase mit 20. Also ich möchte es nicht gutheißen. Wir waren alle mal so ein bisschen in der Probierphase. Oh, nee, nicht alles gibt wirklich. Ich glaube, Franzis wirklich war nie. Also rauchen gar nicht. Ich habe auch noch nie eine Zigarette geraucht. Nicht mal probiert. Ja. Okay. Ja. Nee. Braucht man auch nicht. Muss man auch nicht. Also vor Pilzen und Pillen habe ich immer mega Respekt. Ja. Gar nicht mein Ding. Aber es gab sicher so andere Sachen, die ich ausprobiert habe. Habe jetzt übelsten Respekt, weil ich weiß, dass es auslöst. Ich habe seit fast einem Jahrzehnt nie mehr was konsumiert und würde es, also ich habe auch gar kein Interesse. Ich bin lieber voll da bei mir und sehe die Welt so genau, so wie sie ist, als mich mit irgendetwas zu betäuben oder meine Sinne vielleicht zu schärfen. Obwohl auch da gibt es natürlich andere Ansichten. Also ich sehe das auch hier so, was ich nicht probiert habe, das kann ich auch nicht beurteilen. Und ich bin zum Glück kein Suchtmensch. Also von daher war das immer einmalig, vielleicht auch mal mehrmalig, aber... Ich würde es mal so ausdrücken, ja, jetzt auch nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, all das, was man da sich so erhofft oder wo man denkt, dass es dann passieren könnte mit diesem Zeug, das hat sich nicht eingestellt bei mir. Das muss ich einfach sagen. Und deswegen hat es sich für mich dann nicht gelohnt, weil der nächste Tag ist für mich dann immer nicht dasselbe. Also da ist ja auch natürlich, also wenn man da sich mal ein bisschen befasst, was da im Hirn auch passiert mit den Neurotransmittern und so. Also darum, für mich war der Respekt immer zu groß. Ich wollte es nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich es gebraucht habe. Vor allem nicht, sage ich jetzt mal so, in Bezug auf Party, Feiern und so weiter. Was ich aber ehrlich sagen muss, was mich sehr interessiert, ist zum Beispiel so das, was jetzt so ein bisschen gehypter wird. So, was so in Richtung Ayahuasca und so Zeremoniensachen geht. Ja, auf das beziehe ich mich jetzt auch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ich selbst habe es noch nie probiert. Es gibt ja da Rape, Ayahuasca und all diese Dinge. Ich befasse mich damit, weil es mich sehr interessiert. Für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Aber das ist etwas, was ich nicht ausschließen würde, aber in einem anderen Aspekt. Und dann ist auch, ich denke, wenn du sowas nimmst, wir haben hier eine kleine Taube im Hintergrund. Entschuldigung. Taube, ein Auto. Ja. Wenn du sowas nimmst, denke ich, ist auch das Setting ganz anders. Du hast ganz andere Absichten, als einfach mal dich so, sage ich jetzt mal, verurteilen, aber dich einfach so wegzuballern. Mhm. Da ist ja eine ganz andere Absicht, auch so was Persönlichkeitsentwicklung und so angeht dahinter. Das finde ich spannend. Ja, und das ist ja meistens auch begleitend und du möchtest ja auch vielleicht verschiedene Traumata vielleicht lösen oder dich damit konfrontieren und ich habe da sehr Respekt, würde es aber, das würde ich zum Beispiel auch nicht ausschließen, das jemals mal zu probieren, aber ich habe Respekt davor. Ja, ja. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von dieser kleinen, schönen, nein, gar nicht, Entschuldigung. Ui. Hallo. genau, also ich bin da sowieso, also ich treffe da einfach auf totales Unverständnis heutzutage, wenn ich gerade auch in dieser Frage lese, außer Alkohol, Zigaretten und Gras, für mich ist Alkohol eigentlich so eine der schlimmsten Drogen, die ja jeder heutzutage, klar, vielleicht Gesundheit nicht sofort, wie jetzt zum Beispiel... irgendeine andere intensive Droge eher mal schneller auch abhängig macht. Wobei, ganz ehrlich, wie oft sind ja in der Selbstverständlichkeit Jugendliche und junge Erwachsene und auch alte Erwachsene mit Alkohol unterwegs, um sich aus dem normalen Zustand zu entfernen. Also gar nicht, es kann heutzutage kaum noch jemand irgendwie in einer Gesellschaft feiern oder irgendwo sich zusammenbegeben, ohne Alkohol zu trinken. Und da sind wir auch wieder wie vorher. Du musst dich rechtfertigen dafür, wenn du das nicht trinkst. Dann wird gefragt, warum nicht und wieso, was ist bei dir falsch? Spaßbremse. Und ich sage, ja genau, und kannst keinen Spaß haben und wie auch immer. Kannst keinen Spaß Aber haben. Im Gegenteil, ich weiß halt, Selbstbewusstsein-Thema hier und auch, warum sollte ich immer mich aus meinem Ist-Zustand wegbeamen mit einer Droge namens Alkohol. Das ist Nervengift. Ja. Also wenn du das mal jemandem sagst, dass du kein Nervengift brauchst, meistens fühlen sie sich komplett auf den Kopf gestoßen, weil sie das gar nicht realisieren, was Alkohol eigentlich macht. Echt? Ist es so, dass du da so krass... Ja, Wahnsinn. Nein, die wissen das nicht. Okay. Ja, ja. Ist ja ein Nervengift. Also, ist ja ich meine, kriegst du da so krassen Widerstand, wenn du dann sagst, nee, ich trinke nichts, aus den und den Gründen...
Ja, und Frauen, nun schon, dass man einen Grund nennen muss, finde ich schlimm. Ja. Ja. Also das ja. finde ich ganz, ganz schlimm. Also, ja. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Ja, warum trinkst du? Ja. Ja, nein, hast wirklich? Du ein Problem? Ja. Aber ich glaube, das ist echt so in der heutigen Zeit auch immer mehr so ein Trend. Oder wir leben in der Blase. Also ich glaube, wir alle hier vielleicht. Haben ja mal vielleicht... Du hast vielleicht nicht so viel getrunken, Franz. Ich habe immer mehr getrunken. Doch, Alkohol schon. Ich, du auch, gell? Ich ja, ja. habe früher auch ich mehr auch. Alkohol getrunken, so Studentenzeit und so, so Partys. Aber das ist auch sukzessive dann zurückgegangen. Ja. Wie, wie gesagt, auch da wieder, weil es ist ja eigentlich auch eine Droge, man sich einfach am nächsten Tag nicht gut fühlt. Und ja. das Alkohol ist schmeckt Sache mir einfach nicht wert. Ja, also Rotwein ist ja Wein ist gute das andere, ja. Aber sonst so die, diese Drinks und so, das zum sich betrunken machen, das schmeckt mir auch wirklich ja. nicht. Um mhm. sich dann in einen. In wie in einen anderen Mensch zu verwandeln, weil du so wie ja. du bist ja echt also nicht, auch nicht das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall. Nein, oh mein du bist Gott. Auch nicht irgendwie so. Keine Ahnung, du bist ja jemand, der sich extrem auch mit Selbstfürsorge und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Du bist ja jetzt niemand, der keine Ahnung, das nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Ja, aber viele brauchen auch Alkohol, um sich ein bisschen vielleicht lockerer zu fühlen. Das merke ich, ich war jetzt gerade gestern am Zürichfest, da merkst du, den Alkoholspiegel ist natürlich der sukzessiv geht er nach oben, so später die Stunde ist und dann trauen sich die Leute auch mehr so zu dir zu kommen etc., was sich vielleicht ein anderer auf der Straße niemals getraut hätte. Ja. Und das finde ich dann schon noch erschreckend, dass man etwas braucht, um sich selbst zu sein. Hemmschwelle ist dann nicht mehr da. Ja, die Hemmschwelle ist einfach viel, viel niedriger. Also, ja. Ja, das ist die bessere Droge, an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Ja, ja immer, immer. Mindset, Mindset. So. Ich habe so. Übrigens auch eine Frage, die etwas in diese illegale Substanzen reingeht. Ich bin ja momentan eher in der Fitness-Bubble und wir alle waren das sicher auch schon mal oder sind es noch. Und zwar wurde gefragt, wer von euch hat schon mal PEDs oder illegale Substanzen genommen? Also PEDs, Hormone, Steroide für einen schöneren Body. Also ich glaube, PEDs, ich weiß nicht, ob das vielleicht für euch irgendwie eine, ja, mal ein Thema gewesen ist, für euch sowieso für mich nicht. Nie. Also ich habe das nie, also ich hatte meinen Partner, der hat sich regelmäßig was gespritzt und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er das meint, also ich habe mich da jetzt nicht näher mit befasst, aber ich tue das auch nicht verurteilen, jeder muss das für sich selber wissen. Also ich bin ja mit ein Moment. Ja. Also, ein Moment. Ich glaube nicht, dass du sie damit überzeugst. Also bei mir, jetzt wo ich auf der Wettkampfdiät bin, also so Lina. Nimmt sie hoch. So Lina, dass ich jetzt momentan gerade werde. Ich bereite mich ja im Oktober auf die. Die Herbstsaison vor, wird natürlich immer gefragt, ja und, wie ist dein Stack? Stack ist so ein Begriff wie, mit welchen illegalen Substanzen, was für einen Cocktail fährst du? Dann, wenn ich sage, du, es ist eigentlich also mit Testosteron gar nichts, dann sind die meisten extrem verwundert. Dann musst du dich auch wieder erstmal erklären, du trainierst seit 15 Jahren, du hast 10 Jahre davor auch Kunstturnen gemacht, dass da eine gewisse Substanz schon vorhanden wäre, schlimm, wenn nicht. Aber es ist natürlich schon omnipräsent in der Fitnessbranche, dass sich viele was schmeißen. Auch ich sage jetzt nicht mal Testosteron, das ist, die meisten kennen den Begriff eher, als wenn ich jetzt Hormone etc. nehme. Viele sind es auch einfach nur auf, ich sage jetzt mal, Booster. Nee, so illegale Booster, so Clenbuterol. Also so Booster habe ich schon auch schon probiert. Ja, safe, das auch. Also. Dass du besser trainieren kannst, meinst du die Dinger? Ja, so das, aber man muss sich auch bewusst sein, das ist eigentlich auch ganz, ganz schlimm. Also genau, nicht genauso schlimm, aber auch schlimm, weil solche Booster, die haben so Amphetaminderivate drin. Also ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, ich bin mit einem 15-mal Bodybuilding-Champ verlobt und er ist IFBB Pro, also er macht das auch, also er ist Leistungssport, er macht das auf Profiniveau. Und auf Profiniveau, sage ich euch ganz ehrlich, egal in welchem Sport, da wird unterstützt. Also das muss man ja, vielleicht auch einfach das wissen. Das muss man einfach mal sagen. Also einfach auch Radfahren oder sei das Skifahren oder wo auch immer, da wird unterstützt. Was ich aber auch sagen muss, ich selbst habe noch nie Hormone zu mir genommen, außer die Antibabypille, aber keine anderen Hormone. Und ich sage auch ehrlich, dass ich das einer Frau niemals empfehlen würde. Bei einem Mann ist noch etwas anderes, auch nicht empfehlenswert, aber einer Frau männliche Hormone zu sich zu nehmen, würde ich nie empfehlen, weil viele, ich kenne mich sehr gut darum auch damit aus, viele dieser Nebenwirkungen, diese Side-Effects, die sind auch irreversibel. Das heißt, die bleiben. Solche Dinge wie zum Beispiel Stimmbruch, genau, und so weiter.
Oder auch Haarwachstum oder auch Klitoriswachstum und so weiter. Was? Ja, okay. Genau. Und das ist einfach nicht wert. Also okay. Das eine ist, dass ihr euren Hormonhaushalt so durcheinander bringt und das andere ist dann diese Nebenwirkungen, die wirklich nicht erwünscht sind, die wirklich unerwünscht sind. Und da war für mich immer klar, nein, in diese Richtung absolut nichts. Was so Booster und so angeht, habe ich auch schon probiert. Aber auch da, das ist nicht zu empfehlen. Das ist, aus einem Grund ist das nicht legal. Ja, absolut. Also ich finde es auch, der Leistungssport, vor allem eben auf Profiniveau, da muss man nicht darüber sprechen, das ist einfach meistens unterstützt. Das Problem ist einfach, dass man es beim Bodybuilding sieht. Beim Radfahrer siehst du nicht, was er da konsumiert. Und darum wird ja auch dieser Sport extrem verpönt, finde ich. Ja, es ist leider so. Und bei mir persönlich jetzt, ich habe jetzt auch nie mit Hormonen unterstützt. Ich habe sicher auch Boosters genommen, die illegal waren, zum Beispiel eben solche, die jetzt wirklich, wo man nichts nehmen sollte, ist auch natürlich fürs Herz-Kreislauf gar nicht so, so gut. Ich finde aber, da muss ich dir widersprechen, es gibt gewisse Sachen für einen Mann, die sinnvoll sind, zum Beispiel aber in einem gewissen Alter, zum Beispiel sein Testosteron-Level wieder auf ein Normalniveau zu bringen, also eine Hormonersatztherapie, wenn es natürlich dann wirklich verordnet wird, macht das, finde ich, aber in einem gewissen Alter für einen Mann Sinn. Ja, für einen Mann ist etwas anderes. Genau. Aber für eine Frau, das wollte ich einfach sagen. Und das war für mich auch, ich habe ja auch Wettkämpfe gemacht, aber das war für mich immer der größte Punkt. Also das, was du da davon dann mitträgst, vielleicht auch für immer, das ist es nicht wert. Das ist aber wirklich nicht wert. Aber was ist bei Frauen, die in die Wechseljahre kommen? Da habe ich gehört, dass die teilweise ja auch sowas verschrieben kriegen, Hormone, oder? Ja, aber da muss man auch ganz stark differenzieren. Mhm. Also da würde ich auch niemals jetzt eine Pauschalaussage treffen. Grundsätzlich, wenn eine Frau beispielsweise einen extrem niedrigen Östrogen-Progesteron-Wert hat, dann kann man natürlich damit arbeiten und macht auch Sinn, damit die Frau jetzt nicht am Limit läuft oder ständig mit irgendwelchen Depressionen oder enormen Gewichtsschwankungen, sondern sie wirklich irgendwo zu einem schönen Leben auch unterstützt. Mhm. Aber in dieser Wettkampfszene, also ich habe ja noch nichts dazu gesagt, ich habe euch jetzt mal aussprechen lassen, da bin ich einfach schon auch gegen oder mit dem einen oder anderen in Berührung gekommen. Hatte aber zweimal auch das Bestreben, wirklich nicht einfach nur Wettkämpfe zu machen, sondern wenn du da oben mitspielen willst, dann abgesehen von der Bikini-Klasse, wo ich wirklich, da war ich zum Beispiel auch enorm erschrocken. Ich habe Bikini gemacht und ich wusste nicht mal, was ein Fatburner ist. Also ich war da noch so blau hinter den Ohren und ich fand meine Form klasse. Ich habe Gesamtsieg in meiner Klasse gemacht. Ich war auch super stolz drauf. Und was da heutzutage, natürlich ist das Niveau ein anderes. Und natürlich ist auch mittlerweile, wie man da sich zu präsentieren hat, ein anderes. Aber was ich dann wiederum höre, was man schon bereits als Bikini-Athletin oder auch, man muss auch unterscheiden, was du dir einschmeißt, wenn man das mal so sagen, dann muss man da einfach aufpassen. Und vor allem dieses blind, weil es mein, hatte ich letztens auch wieder ein Gespräch mit einer, weil es der Coach einfach aufgeschrieben hat und dann wurde es halt einfach eingenommen, ohne zu wissen, was es ist, ohne zu wissen, welche Auswirkungen es hat. Und es ist immer super leichtfertig, nur weil es dann halt ein geiles Ergebnis für den Moment gibt, zu sagen, ich mache das jetzt. Und ich habe meine Folgeschäden beziehungsweise meine schlechten Erfahrungen damit gemacht und bin dadurch einfach auch noch mal mehr jetzt, wo ich sage, ey, das ist einfach kein Spaß und mach da einfach keine leichtfertigen Sachen. Mhm. Aber wenn welche Folgeschäden redest du jetzt? Darf ich das fragen? Ja, also ich hatte jahrelang keinen Zyklus. Binge-Eating ist auch was aufgrund von absolutem Hormondisbalance entsteht. Dann natürlich auch dieser krasse Aushungerzustand. Ich bin ja fast jährlich wieder in eine Diät gegangen. Dann, man hört es, meine Stimme ist tiefer als vor 10 Jahren. Ich bin jetzt noch nicht so gebrannt mal oder noch nicht so, dass es wirklich, ich finde, es geht schlimmer. Und ich mag meine Stimme mittlerweile auch enorm. Aber das sind halt so Dinge. Ja. Okay.
Ja, aber man muss auch sagen, das, was du angesprochen hast, Frauen, die eben Libidoverlust oder eben Progesteron und oder Östrogendominanz oder Mangel haben, das ist ja dann nicht mehr illegal, sondern das wird ja dann auch von einem Arzt unterstützt betreut, und betreut etc. Das ist ja dann, da geht es auch um deinen gesundheitlichen Aspekt. Ja, und das, was gemeint ist, glaube ich, schon Medikamentenmissbrauch. Ja, also genau. Für einen anderen Zweck. Ja. Obwohl es da auch Ärzte gibt, die das vorschreiben. Ja, also, natürlich, was ich ja gut. So jetzt mitgekriegt es gibt habe. Überall schwarze Schafe. Ja, ja, aber ja, da muss man nichts vorlügen, das ist so im Leistungssport. Aber empfehlen würde ich es niemandem. Wollen wir noch eine Frage noch, machen? Würde ich und auch dann sagen, ja. Dann den Abschluss. Suchen wir eine spannende. von euren Fragen beantwortet. Ich habe jetzt noch die Frage, würde gerne eben als Mann mal bisexuelle Erfahrungen machen. Das ist vielleicht so was, was viele Männer vielleicht sich auch nicht getrauen in der Gesellschaft vielleicht. Oder vor allem weil mit du schnell dann auch wieder dieses, was für ein Lappen gehört bekommst. Ja, oder bist du schwul oder so? Das hat ja per se gar nichts mit dem zu tun. Das ist ja, bei einer Frau wird ja das viel schneller akzeptiert. Das ist ja fast dann schon deinem Naturell ebenso. Aber als Mann, Eure Top 3 Sexstellungen. Hätte ich. Mhm. Mit wem würdest du tauschen von den Leuten hier am Tisch? Die Frage. In welcher Situation? Ja. Ja, man interessiert, wie viele verdienen. Wirklich? Ja. Mit wem von den anderen würdest du das Leben tauschen, wenn du eins wählen dürftest? Ich finde die Frage eigentlich noch spannend. Ja, ist spannend, ja. Okay, ich fange an. Ich finde Julia ihr Zuhause geil. Ich würde sofort hier einziehen. Ich lache wieder. Und ich wollte aber nicht Zahnärztin sein. So. Du möchtest einfach nur die guten Vorteile haben. Weil es mir kannst du nicht vorstellen. Weniger Spaß machen würde, ständig in anderen Mündern zu arbeiten. Also, ja. Also, wenn... Ich finde alle meine drei Freundinnen sehr spannend und haben wirklich coole Leben und sich was Tolles aufgebaut. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch auf Julia gehen. Einfach wegen dem Set hier. Allein hier ist wirklich schön. Nein, aber generell wirklich ganz tauschen? Eigentlich nicht. Ja. Ich bin super zufrieden, wie ich momentan lebe. Und es ist für mich auch immer, jetzt bin ich gerade jetzt dieses Jahr komplett selbstständig. Es ist für mich ein totaler Wandel und bin in mega Progress drin, auch mit der Wettkampfdiät wieder. Und ich genieße jede Phase momentan. Ich könnte mir nicht vorstellen, wirklich zu tauschen. Mhm. Ja. Gut gesagt, ja. Mhm. Ja. Geht mir auch so. Also jetzt so für immer tauschen? Nein. Aber ich würde schon ganz gerne mal so 14 Tage in Andrea ihrem Leben drinstecken. Warum? Einfach nur, um das mal zu durchleben, so dieses... Wie viel du da machst, also das ist auch so krass, so viele verschiedene Sachen. Also ich meine, ich sehe auch nur das, was ich da so, was du so veröffentlichst, das ist schon ziemlich viel. Und ja, doch, ich empfinde das auch, so diese Freiheit zu haben, selbstständig zu sein. Weißt du, ich meine, das ist schon auch reizvoll, gerade weil ich ja in so einem Beruf bin, wo ich immer so Zeitplan so krass einhalten muss, ja. Gebunden bin. Und so dieses... neue Leben, was du jetzt da angefangen hast, das wäre jetzt, wenn ich jünger gewesen wäre, doch auch für mich nochmal spannend gewesen. Ja, das glaube ich. Weißt du, so dieses so, ja. Wo wir uns vorgestellt haben, habe ich mir ja die Folge dann auch angeguckt. Ich musste selbst ein bisschen über mich lachen, weil ich habe die Hälfte, glaube ich, vergessen, was ich mache. Social Media habe ich komplett ausgelassen. Ich mache eigentlich wirklich mega viel Social Media, TikTok, ich habe sogar einen YouTube-Channel etc. Also wirklich viel, aber es ist für mich so absolut irrelevant. Das ist für mich nice to have, aber es ist kein Must-Have. Mein Job ist, ich bin Ernährungsberaterin, ich bin Coach, aber eben das Social Media gehört ja auch alles zu und mache ich das super gerne. Also, aber ja, es ist schon viel, aber ich mag es. Ich würde nicht tauschen wollen. Mhm. Ja, heute ist ein bisschen schwierig. Kein also Problem. Mega viele haben noch gefragt, diese Frage wurde jetzt mega häufig gestellt. Erstens unser Bodycount und wie viel wir in einer Partnerschaft Sex haben. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sich dann da vergleicht, aber das wurde mega oft gefragt und der Bodycount wurde auch einige Male gefragt. Also wisst ihr, was das ist? Bodycount? Ja. Was? Willst du schon erklären? Ich habe keine Partnerschaft, ich bin raus. Also ich musste auch erstmal, als ich das zuerst mal gehört habe, vor etwa einem Jahr, musste ich auch zuerst mal googeln, was Bodycount heißt. Und ich finde diese Frage auch immer so, ich finde sie so
krass persönlich. Ich kenne meinen Bodycount so plus minus. Na gut, wir haben ja gesagt, wir besprechen Intimes. Ja, ja, klar. Nee, nee, aber ich meine jetzt allgemein, es gibt ja viele, die sagen, ja, was, nee, ich meine, hier ist es eine andere Runde, aber es ist so, wird wie selbstverständlich genommen, dass man diese Frage jemandem stellen darf, so, hey, mit wie vielen Partner und Partnerinnen hast du schon geschlafen? Ach, erzähl mal. Das ist der Bodycount, okay. Genau. Mit wie vielen Partner und Partnerinnen hast du schon geschlafen? Ich spreche doch Deutsch mit mir. Kennst du das? Ja, ich kann das auch, das ist ein Neubegriff, okay. Also keine Ahnung. Okay. Also ich kenne ihn, aber es ist sicher mehr als 10, aber ich bin ja auch nicht mehr 20, also ich bin jetzt, werde nächstes Jahr 35 und ich hatte auch langjährige Beziehungen, aber ich hatte auch meine Single-Phasen und die habe ich natürlich auch gerne genutzt. Also ich bin ja jemand, der, ja, ich liebe das Leben in vollen Zügen und von dem her schäme ich mich da gar nicht. Aber es gibt ja viele, die das dann auch verurteilen, so wow, du hast als Frau schon mehr als 10 Partner. Okay. Ja, weißt du wie viele? Also, okay, dann sage ich lieber nichts. Ja, so. Ich habe kein Buch geführt. Nein, aber. Ich habe gerade, also ich bin ja nicht, ich schaue ja nicht kein Trash-TV, aber ich habe mal einen kleinen Ausschnitt auf Temptation gesehen, wo auch diese Frage gestellt wurde und dann haben die zwei Partner, sie sind zusammen und man musste trinken, wenn man schon mehr als 5 Partner gehabt hat. Und beide haben getrunken und der Mann dreht sich zu seiner Freundin, zu seiner neuen Freundin um und war völlig empört. Was, du hattest schon mehr als 5 Männer? Und dann sagt sie, aber du doch auch. Ja, aber das ist was anderes. Ja. Und das finde ich so, oh mein Gott, ist das echt euer Ernst, in der heutigen Zeit über sowas noch zu sprechen? Das ich ist find, bei Männern ganz oft so, sie wollen quasi was Unverbrauchtes. Ja. Und du bist dann gleich verbraucht. Ja, aber da muss ich auch was dazu sagen. Ich finde das so strange, diese Vorstellung, weil wenn du zum Beispiel jetzt mit jemandem, also zum Beispiel, mir ist Sex wirklich extrem wichtig. Ich habe auch immer in Beziehungen extrem viel Sex. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Partner hatte und mit denen jedes Mal 3-mal am Tag Sex, dann ist mein Loch ja nicht größer, als wenn ich 20 oder 30 verschiedene Partner hatte und mit denen je einmal Sex. Ja. Das macht so einfach keinen Sinn, so dieses Abwerten oder dann als benutzt anschauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich ist es doch gut, wenn die Frau weiß, was sie will und Erfahrung hat. Ja, weil dann kann es doch eigentlich für den Sex nur besser sein, als wenn du jemanden da hast, der da liegt wie ein Brett und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast in den 3 Partnerschaften vorher. Ja. Und ja. Aber die Männer möchten ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein Urinstinkt, die möchten ja die Frau, dass sie das erstmal mit ihm erleben. Er möchte ja die Frau, oder die das wahrscheinlich denken, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, die möchten ja eigentlich der Frau das beibringen, wie das geht. Sie soll die ersten Erfahrungen mit ihm machen, das erste Mal Analsex, das erste Mal vielleicht auch mal ein Dreier etc. Okay. Wenn die das alles schon hat, dann fühlt er sich vielleicht minderwertig, weil die ja schon die Erfahrung hat. Darum auch das Thema Emanzipation ist immer noch ein kritischer Punkt. Also ich finde aber auch, man muss so ein bisschen gucken, ganz ehrlich, wir sind alle keine Anfang 20 mehr und wenn man sich halt kennenlernt, dann ist es für mich auch enorm wichtig, dass der Sex stimmt. Also habe ich jetzt zum Beispiel in meiner Situation, weil ich schon jahrelang keinen Partner in längeren Beziehungen hatte, dann kommt halt mehr zusammen, weil du lernst ja immer wieder jemanden kennen. Und du willst ja dann auch gucken, ob alles soweit harmonisiert oder stimmt. Also hast du schon automatisch eine höhere Anzahl an Partnern. Aber eben, wie du sagst, ist jetzt mein Sex minderwertiger? Nein. Ist er irgendwie schlechter? Nein, vielleicht im Gegenteil. Mhm. Und so weiter. Und deswegen, also finde ich, solche Fragen einfach. Ja, also man kann es einfach nicht werten. Vielleicht ist es spannend zu wissen, aber man kann es nicht werten. Ja. Aber ist es spannend? Was ihr meint, weil ich habe auch jemanden, die ich gut kenne persönlich und kenne ein Mädel und die hat mir auch erzählt, sie hat ihrem Partner das gesagt, wie viele Freunde sie vorher hatte und seitdem hatten sie dann nur noch Streit und das hat er ihr auch ewig vorgehalten sogar. Ja, gut, das ist ein persönliches Problem, würde ich sagen. So Männer gibt es dann wirklich, aber für mich ist das nicht nachvollziehbar. Absolut nicht, nein. Schön. Ja. Danke für eure Fragen an dieser Stelle. Sind übrigens noch so viele. Wir haben noch so viele Material für 2 Podcasts damit füllen. Ja, 5 wahrscheinlich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, hier auf YouTube und oder auch auf Instagram gerne wieder in die Kommentare schreiben, wenn wir es posten, ob euch das Thema gefallen hat und natürlich auch, ob eure Frage drauf in diesem Podcast jetzt aufkam und darauf gerne antworten, wie ihr unseren Talk darüber fandet. Ja. Und auch, ob wir eventuell wieder solche Q&A-Podcast-Folgen machen sollen. Und dann greifen wir natürlich auch wieder andere Fragen und eure Fragen weiter auf. Und gerne auch in den Kommentaren Fragen stellen. Absolut. Genau. Ja.
Das ist der richtige Rahmen dafür, denke ich, oder? Für solche ja. Sachen. Ja, klar. Und ich finde es auch mega toll und mega Mehrwert, wenn man genau über diese Dinge spricht, über die niemand spricht. Also ich finde das wirklich ein mega Mehrwert. Also auch so Thema Geld ist dann vielleicht auch für nächstes Mal, ich finde das auch, das ist eigentlich kein Tabuthema, in der Schweiz so ein Tabuthema. Oder auch viele Dinge, die eigentlich, warum? Und ich finde es schön, wenn es da, ja, wenn wir das so können, anderen Menschen einen Mehrwert bieten können, ja. Mit Dingen, über die sie vielleicht auch mit niemandem sprechen können und man sich jetzt auch nicht ergoogeln kann. Mhm. So, wenn wir da so ein bisschen unseren Standpunkt, unsere Erfahrungen und auch ehrlich und offen alles teilen. So. Ja. Also falls ihr möchtet, dass wir das nochmal wiederholen, liken, kommentieren und dann freuen wir uns vielleicht auf Runde 2. Genau. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Dass ihr da wart.